Anlässlich des Jubiläums 90 Jahre Freibad Eppendorf wurde ein dreitägiges Badfest veranstaltet. Viele Gäste sind in die kleine Freizeitoase des Ortes gekommen und feierten mit. Los ging es am Freitagabend. Das DJ-Team Hütte 98 aus Klein-Hartmannsdorf machte den Auftakt. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Eppendorf. Das DJ-Team grüßt euch heute Abend hier zum Badfest 90 Jahre Freibad Eppendorf. Ja, wir haben für alle was dabei, für junge Leute, für lasst krachen! Mit ihrer Musik sorgten sie für Stimmung bei Jung und Alt. Der Samstag stand ganz im Zeichen der Familie. Viele Attraktionen wurden geboten. Moderator Rainer Rechenberger führte durch den Tag. Also eine Attraktion, die läuft schon. Der Badechef Uwe Mehner. Mit dem Bubbleball hier im Wasser zu sehen. Im Geschichtstunnel konnten die Gäste eine Reise von den Anfängen des Bades bis heute machen. Badvereinschef Uwe Mehner sagte zum 90. Jubiläum: Das Freibad Eppendorf wurde 1927 erbaut, ist dann über die vielen Jahre immer wieder renoviert worden und ist in den 90er Jahren ging das dann von der Gemeinde in eine IG-Bad über und Ende der 90er Jahre, 2000, wurde dann ein Verein gegründet. Er übernahm die Bewirtschaftung des Freibades hier in Eppendorf. Seit 2 Jahren ist die Mitgliederzahl auf 45 gestiegen. Die Vereinsarbeit umfasst unter anderem die Herrichtung des Bades im Frühjahr für die Badegäste. Im Sommer müssen wir sicherstellen, dass die Rettungsschwimmer und die Kassierer jeden Tag vor Ort sind, dass der Badebetrieb stattfinden kann, wobei viele Rettungsschwimmer nicht im Verein sind, aber eben trotzdem ihren Dienst hier hinten leisten. Im Rahmen des Vereinsfestes wurde vor einigen Jahren das Musical König der Löwen aufgeführt. Haben das ein Jahr vorneweg erstmal ins Auge gefasst und haben gesagt, okay, wir probieren das jetzt einfach, Kostüme herstellen, das proben und wenn es nicht funktioniert, brechen wir die Sache ab. Das ist aber dann über den Jahr so sehr gewachsen, es sind ganz viele dazugekommen, die da mitwirken wollten. Wir waren dann immer so 30, 40 Personen, die vor und auch hinter der Bühne gestanden haben. Bei der Aufführung waren ca. 2500 Gäste gekommen und absolut begeistert. Die letzte Aufführung gab es zum Schul- und Heimatfest im Jahr 2011. Für die Zukunft wünschte er sich noch, dass unser Bad weiterhin über viele, viele Jahre bestehen bleibt, dass wir auf jeden Fall das 100-Jährige feiern können. Die Einweihung des Bades erlebte 1927 auch Ilse Wunderlich mit. Sie war damals 6 Jahre alt und meinte, ja, das war schon was Schönes, dadurch, dass man nicht gleich in das Wasser konnten und das war nicht schon was Extras, was wir erst nie hatten. Als Kinder mit 6 Jahren, da bist du schon froh, wenn du dann nur mal so ein Ereignis erlebst. Ich habe meine Schularbeiten gemacht und war im Bad, weil ich hatte keine Geschwister. Und hier, da hatte ich nicht so viel Leid in mir rum, da war doch das einfach. Auch heute noch gefällt ihr das Bad. Es gefällt mir immer noch. Also das, was mit dem Bad zusammenhängt, das interessiert mich immer noch. Da kommt immer eine, die ins Bad geht, die hier kassiert. Und wenn ich die mit unterwegs treffe, dann sage ich immer, wie viel Grad ist ins Wasser? Für die Gäste gab es viel zu entdecken. Viele Attraktionen wie Bubble, Soccerfußball, ein Glücksrad, Hüpfburg, Bastelmöglichkeiten und Rundfahrten mit der Pferdekutsche standen den Besuchern zur Verfügung. Beim Schnuppertauchen machte Bürgermeister Axel Rötling eine gute Figur. Ja, ist schön. Also es ist ja bewundernswert, wie sauber das Eppendorfer Bad unter Wasser ist. Das hat man nicht überall, da ist man manchmal durchaus erschrocken. Und hier machen die Jungs ganz klasse Arbeit. Er ist stolz, dass Eppendorf so ein schönes Freibad hat. Es ist schon erstaunlich, was die Leute 1927 hier fertig gebracht haben. Leichte Zeit war das ja damals auch nicht. Und vieles von dem ist noch historisch erhalten. Die haben in guter Qualität und auch optisch sehr ansprechend hier ein Bad gebaut. Und die haben auch damals schon ein Problem gehabt, das zu finanzieren, ganz sicher. Ich glaube, es kam weniger als 80.000 Reichsmark. Das zieht sich bis heute fort und der Badverein hilft uns, das Ganze bezahlbar zu halten und jede Saison hier pünktlich zu öffnen, den Badbetrieb abzusichern. Ist eine schöne Sache. Wir Eppendorfer lieben unser Freibad. Beim Familientag waren auch die Speedjumpers mit dabei und zeigten ihr Können mit ihren Vierbeinern. Wir zeigen so eine Art Staffellauf.
Das heißt, die Hunde müssen über vier Hürden springen, auf eine Flyballbox, eine Schwimmerwende machen, ihren Tennisball fangen und wieder zurück. Und dann startet der nächste Hund. Die Speedjumpers aus Niederwiesa ist die erste Flyballermannschaft Sachsens. Im nächsten Jahr wollen wir hier im Bad unser erstes Flyball-Turnier mit unseren Freunden aus Bayern veranstalten. Der Modellflugverein Öderan stellte sich ebenfalls vor und erklärte, warum er heute dabei ist. Sportfest hat was mit Familie zu tun, Modellflug hat was mit Familie zu tun. Also die Kombination ist eigentlich optimal, besser kann man es nicht finden. Zum beidseitigen Nutzen haben wir dann beschlossen, dass wir logischerweise dann hier präsent sein werden. Auch der Nachwuchs bei den Modellfliegern ist gesichert. Wir gehen zu Badfesten, wir gehen zu Dorffesten. Wir demonstrieren das, was wir können. Wir zeigen, wie unsere AG funktioniert. Wir zeigen, dass wir mit der AG in dem Verein tätig sind, dass dadurch viel mehr möglich ist, als wenn man nur in einer AG tätig wäre. Die Freiwillige Feuerwehr Eppendorf war ebenfalls vor Ort und zeigte den Gästen, wie wichtig die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr ist. Unser Ziel ist, dass wir ganz einfach die Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr vorantreiben und dass wir ganz einfach noch Leute für die Feuerwehr inspirieren, die zu uns dazustoßen und uns dann tatkräftig unterstützen. Die Kinder hatten viel Spaß beim Zielspritzen. Die Rettungsschwimmer von damals und heute waren gekommen und feierten mit. Jürgen Wolf, ehemaliger Rettungsschwimmer, verriet, wie er dazu kam. Wir sind ja viel im Boot gewesen hier in Eppendorf. Als Kinderchen. Und dann ergab sich das mal durch den Bademeister Achim Käselitz, dass wir eine Gruppe aufgebaut haben. Es sollten ja damals Rettungsschwimmer fehlen, war bloß der Bademeister da, damit er auch ein bisschen entlastet wurde. Und da ist noch die Truppe entstanden von Rettungsschwimmer bis auf 60 Mann sind wir da angewachsen. Auch er freute sich, wie sich das Bad entwickelt hat. Vom Feinsten. Also hier ist was draus geworden. Gegenüber dem, was wir gehabt haben, ist es ja ein Schmuckstück geworden. Beim Vogelschießen konnten die Kinder ihr Können unter Beweis stellen und hatten viel Spaß. Der Wettbewerb zur Ermittlung des Kinderschützenkönigs zog sich über rund 2 Stunden hin, bis Felix Petzold den Vogel abschoss. Am Abend sorgte die Partyband De Hügelfüchs im Festzelt für Stimmung. Gegen 22.30 Uhr wurde das Badjubiläum mit einem Feuerwerk umrahmt. Drei tolle Tage wurden hier im Freibad Eppendorf organisiert und alle hatten ihren Spaß.